2 und herzlich willkommen zum nächsten Part von Minecraft. Wir sind gerade dabei, unser Häuschen zu bauen. Und ich wollte Glas einsetzen. Wir tun jetzt Glas einsetzen. Zack, zack. Achso, das war dumm, ne? Oh shit. Naja, Glas kann man halt nicht kaputt machen. Wie wär's denn mit Glasscheiben? Glasscheiben machen sich doch viel besser. Weil Glasscheiben sind... Hier, dafür brauchen wir 6 Stück. Glasscheiben sitzen hier mittig drin. Das gibt das Ganze ein kleines bisschen räumliche Tiefe. Und eine räumliche Tiefe ist immer ganz nett von der Optik her. Das Glatte hier... So glatt ist das ja nie. Ist ja Quatsch. Glatt baut man doch nicht. Keiner hat so glatt gebaut. Aber das ist in Minecraft so. Manche Sachen sind glatt. Manche Sachen nicht. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die ein bisschen verstärken. Auch hier, vielleicht den auch mal was verstärken noch. Wird zwar eine Menge Zeug kosten, aber das ist Optik. Das machen wir nachher noch. Aber jetzt hier beim Glas können wir es relativ zügig machen. Es kostet uns ja nichts. Im Gegenteil, es bringt uns noch was. Zack. Seht ihr? Packen wir hier überall noch Glas rein. Und dann sind wir schon fertig mit dem Glas hier. Zack. Perfekt. So, bauen wir hier noch eine Treppe rein? Ziehen wir hier eine Treppe rein? Ziehen wir sie eher nicht rein? Ich würde sagen, nein. Weil das ist erstmal nur ein kleines Häuschen. Und hier können wir erstmal unser ganzen, in Anführungsstrichen, Müll reinschmeißen. Was wir wirklich erstmal nicht brauchen. Die Erde, die müssen wir gleich mal wieder verbuddeln. Das brauchen wir alles jetzt erstmal nicht. Stöcke. Auch Stöcke brauchen wir gleich. Muss nämlich, wir müssen ja, wir brauchen auch noch den. Das brauchen wir erstmal alles nicht. Das kümmern wir uns später drum. Da werden wir uns dann später auch so ein System basteln, der uns das ganze Zeug einfach vernünftig einsortiert, wenn wir es einfach bloß in die Kiste reinschmeißen. Das ist ein... Oh Gott. Wird's dunkel? Dann gehen wir schlafen. Nee, geht noch nicht. Brennt das auch? Das brennt auch. Wir brauchen noch was zu essen. Das ist viel wichtiger als alles andere. Damit fangen wir an. Von daher schauen wir mal. Wir gehen noch mal kurz raus. Es wird dunkel. Die Sonne geht unter. Wie gehen wir denn in unser Haus rein? Und legen uns schlafen. Weil ich will mit dem Monster nichts zu tun haben. Schauen wir mal raus. Ne, sieht gut aus. Guten Morgen. Na, haben wir schön geschlafen? Haben wir. Unten ist irgendwas, da schwimmt was. Das soll uns nicht weiter stören. So, was hat der Ofen die ganze Nacht gemacht? Nicht viel. Achso, wir haben ja schon voll. Sehr gut. Alles klar, dann werden wir das jetzt alles noch wegpacken. Das packen wir weg, das packen wir weg, das packen wir weg, das Sand packen wir auch weg. Dann holen wir uns noch eine Hacke. Eine Schaufel bräuchten wir noch. Und eine Axt bräuchten wir noch. Und dann gehen wir erstmal das Loch hier zumachen, ne? Machen wir von Grund auf zu. Da werden wir so viel haben. Ich glaube aber nicht. Vielleicht können wir das auch später noch brauchen, wenn wir noch einen Keller oder sowas bauen, ne? Lassen wir das mal so, wie es ist. Machen wir da noch eins. Da noch ein. So. Ich würde sagen, wir besorgen uns noch was Holz, weil wir einfach irgendwas brauchen. Wir brauchen eigentlich nachher Kohle. Kohle, Steinkohle, Holzkohle, wie auch immer. Dementsprechend fangen wir erstmal an, Holz zu sammeln. Wir brauchen Brennstoff. Ohne Brennstoff läuft bei Minecraft erstmal nichts. Ja, nichts. Dadurch, dass hier so viele Bäumchen stehen, können wir sie doch ein bisschen roden. Wir können nachher wieder neue bauen. Wir können uns nachher eine schöne... Wie nennt man das dann? Baumfarm machen. Da werden wir die ganzen Kronen alle wegmachen.
Wenn wir nur nicht sofort am Anfang machen. Sondern Stück für Stück. Und dann werden wir uns auch ein paar Tierchen halten. So, das machen wir noch weg. Dann müssen wir mal gucken. So, ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen gehabt. Das werden wir ja sehen, wenn ihr jetzt wieder da seid. Dann hat es euch sicherlich gefallen. Wir werden uns dann irgendwann auch in den Untergrund stürzen. Und Sachen suchen, wie Redstone oder Eisen, später auch Diamanten. Ich glaube, Diamanten ist nicht ganz so einfach jetzt erstmal zu kriegen. Aber da werden wir uns schon noch mit beschäftigen. So, wir haben jetzt erstmal hier ein bisschen was weggebaut. Zip. So, wie sieht's hier aus? Schön, es ist alles gebraten. Hast deine Aufgabe erfüllt. Jetzt kannst du bitte aus der Hälfte da Holzkohle machen. So, den Rest brauchen wir für außen. Ich würde sagen, das sieht scheiße aus. Aber ich glaube, so funktioniert dann, ne? Machen wir das so, sieht das aus. Machen wir den noch weg. Sag mal so. Nee. Fällt mir nicht. Müssen wir später gucken, wie wir machen. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal einen Dachstuhl oder sowas rein. Dafür brauchen wir ein Hilfskonstrukt oder geht das so? Wir machen das eins höher. Ich glaube, wir gehen einfach aufs Dach drauf. Huch. So, wir basteln uns jetzt was, damit damit wir auf das Dach gehen können. Mensch, was ist denn heute los? Kommen wir schon drauf? Ich glaube. Ja. So, wir machen ein Spitzdach. Und zwar, das ist die Mitte. Über die Türe ist die Mitte. Das ist sehr gut gemacht. Das ist sehr gut gemacht. Haben wir wirklich einen Spitzer? Und machen wir ein Flachdach. Nee, ich glaube, wir machen Spitzer. Hier die Türe. Glaube. Das ist aber jetzt falsch, wenn ich das so mache, ne? Wie muss der denn dann sein? Der ist eine flache Fläche. Und oben müsste sowas sein, ja. Okay, dann müssten wir jetzt. Das richtig. Nee. Ah, jetzt weiß ich. Ja. Nee, das ist falsch. Die Frage ist nur, ich glaube so, ne? So. Das heißt, wir müssen einen falsch setzen und den danach richtig setzen. Zack. Falsch. Das richtig? Ja. Wenn wir jetzt noch außen angefangen hätten, wäre das richtig. Okay, ich sehe schon. Wir brauchen noch eine ganze Menge Holz. Sagen. Das holen wir jetzt gleich. Hä? Wieso ist der denn falsch? Nein, komm her. Ein bisschen Holz brauchen wir noch. Ich glaube, die ersten zwei, drei Folgen wird es eben halt so sein, dadurch, dass ich euch jetzt nicht unbedingt was verpassen lassen will, dass wir. Und dadurch, dass es keine Lagermöglichkeiten gibt, wir haben ja noch keine Kisten gebaut, das müssen wir mal machen. Dass wir doch am Anfang ein bisschen mehr farmen müssen. Später wird es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm sein. Da können wir eher bauen und kreativ ausleben lassen.
und auch Farmen bauen. Da können wir überleben, da können wir gucken. Ich glaube, es gibt noch so viel zu entdecken. Aber jetzt heißt es erstmal fleißig sein und ackern, ackern, ackern. Bäume roden, machen, tun. So wie im wahren Leben auch. Da muss man auch arbeiten. Was klackert denn hier? Wird schon wieder dunkel? Oder so spät? In Minecraft gehen die Tage so schnell vorbei. Wahnsinn. Unsere Axt ist bald wieder kaputt. So, wir werden es auf jeden Fall auch so machen, dass es für uns auch angenehm ist. So, das sieht aber von weitem, finde ich, sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Und das ist relativ hübsch. Verrückt. So, zack. So, zack. Ja. Perfekt. Zack. So. Yep. Okay. Okay, das ist immer noch falsch. Das ist leider falsch. Nee, das ist alles falsch. Es ist ja kein Flachdach. Und ich mache ja nicht nur nach Optik, nach oben optikmäßig ein Dach. Nee, das ist ja falsch. Hier müsste noch eine Reihe drauf. Nee, siehst du, deswegen passiert das. Wenn ich nicht schnell genug laufe, dann passiert das. Zack. So, eben gucken, ob wir es so lassen. Lassen wir es so? Und dann machen wir die Reihe da unten weg. Ich nehme mal eben einen weg. Oh Gott, nichts mehr. Wir brauchen Bruchstein, Steinbruch, Bruch, Stein. Wir brauchen noch ein paar Steine. Aber nicht viele. Keine Angst, wir wird jetzt hier nichts. Steine farmen ohne Ende. Nur so ein paar. Zack. Weil Steine farmen ist sehr, sehr langweilig, weil es sehr, sehr dunkel ist. Deswegen machen wir das gar nicht jetzt. Wir machen eher das Kreative und zwar da. So, ich mache den ersten nochmal weg. Wo ist er denn? Den will ich nochmal wegmachen. Können wir mal gucken, wie es dann aussieht. Ich glaube, das sieht besser aus. Aber es wird wieder dunkel, ne? Ich glaube, wir legen uns gleich wieder schlafen. Wir schon? Ja. Wir gehen erstmal ins Bett, schlafen eine Runde, damit wir keine Zombies kriegen. Und dann geht's frisch gestärkt wieder ans Werk. Was haben wir hier? Ein bisschen Holzkohle haben wir. Wir werden die reinlegen und weitere Holzkohle produzieren. Holzkohle ist ganz gut. Ist auch ganz wichtig. Achso, ist der falsche. So. Auf, zu. Obwohl, ich kann die auch offen lassen. Oh, das ist gar nicht gut, was ich hier eigentlich mache. Fällt mir gerade auf. Ich sollte die Seite nicht zuerst machen. Komme ich nachher nicht mehr rein oder raus. Aber so wie ich das... Au. Au. Das hat weh.
So. Aber so wie ich das hier gemacht habe, kann ich das hier auch machen. Zack. 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 Ist das hier die Mitte? Nee, ne? Das ist die Mitte. Noch ein höher. Noch ein höher. So. So. Jetzt können wir alles, was unten ist, schon mal wegmachen. Den und den. E. Warte mal. Da ist die Mitte. Das ist aber jetzt nicht eins höher. Warte mal. So. Autsch. Ah. Schnell war das Essen gegen den Schwert. Oh, ach, ach. Bestimmt eine Beinverletzung. Früher oder später doch eh noch da drauf, oder? Ist das überhaupt richtig, was ich jetzt hier mache? Oh, ist nicht wahr. Wie oft fallen wir denn runter? Nee, ist es nicht? Was habe ich denn da jetzt angezeichnet? Sag mal. Lass mich mal gucken. Lass mich gucken, geh weg. Da, da. Die nächste wäre da. Warte, wir haben jetzt die falschen weggemacht. Warte mal. Warte mal, ich habe jetzt die falschen weggemacht. Leute, warum sagt ihr das denn nicht? Die oberen müssen jetzt weg. Die müssen weg. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Halt. Aufpassen. Der muss weg. So, jetzt kommt er doch hin. Warte. So. Was macht ihr lieber? Ach, Kacke, das war doof. Was macht ihr lieber? Ein Flachdach oder ein Spitzdach? Was sind so eure Favoriten? Ich finde, wenn man schon ein Flachdach macht, dann sollte man wenigstens auch dran denken, dass bei modernen Flachdächern, also relativ modernen Flachdächern, immer von oben so eine Abkantung drauf ist. Das heißt, niemals beispielsweise so ein Flachdach machen, was hier nur ganz flach ist. Das ist ja nicht so. Da läuft ja das Wasser überall hin, nur nicht dahin, wo es soll. Deswegen immer eine Vertiefung reinmachen. Das werde ich euch auch noch zeigen, wie ich das meine. Weil Vertiefungen haben einen Vorteil. Also im echten Leben, bei Minecraft wahrscheinlich nicht. Scheiße. Gib mir der eine, der da runtergefallen ist. Aha. Bam. Zack. Oh. Ah. So, das sieht gar nicht schlecht aus. Wir werden das nachher noch ein bisschen modifizieren. So, da haben wir den schon mal wieder. Oh. Eben. Normalerweise müssten wir jetzt Autsch. Okay, machen wir es anders. Wir holen uns einfach noch ein paar Bäume. Das wird ja hier sonst nichts. Immer das ständige auf einem Bäumchen rumreiten und so weiter. Das bringt ja überhaupt nichts. So, wir werden einfach noch mal ein paar Bäume fällen. Das kriegen wir hin. Da ist noch ein Ast.
So, da an dem restlichen Zeugs komme ich nicht dran. Wir brauchen auch nicht mehr so viele Bäume, schätze ich mal. Komm her. So, die zwei Bäume noch oder so und dann sollten wir, denke ich, sollte das genügen. Wenn wir unser erstes Eigenheim schon mal soweit haben. Na? Geht nicht. So. So. Ich denke, 32 Stück. Oh, guck mal, hier Eier. Danke, Hühnchen. Danke. Könnt ihr auch einfach einzäunen, dann hätten wir direkt eine Hühnerfarm, ne? Ich glaube, mit den Eiern kann man nichts machen, außer Kuchen machen. Und da ich ein ziemlich schlechter Bäcker bin, glaube ich, wird das nichts. Hallo? Na, nein. Ihr kriegt eure Eier jetzt nicht wieder. Nein? Nein, nein, nein. Später. So. Da wollen wir mal schnell das Dach fertigstellen. So. Das sieht nicht schlecht aus. So, da nicht. Ja, Pech. Da wollen wir ihn nicht hin. So. Na. Geht sich's aus? Tippe einfach mal ja. So. Wahrscheinlich ja. So, das, was wir noch machen werden, ist den obersten was länger ziehen. Oberste auf jeden Fall. Oberste werden wir es länger ziehen, weil die manchmal ein bisschen länger sind. Die obersten machen wir zwei länger. So, und die darunter machen wir jeweils einen länger. Das geht sich gar nicht aus. Aber ist egal. So als Überstand. Als Überstand, weil wir den Zwischenraum ja hier gleich noch füllen müssen. Ne? Wir müssen den Zwischenraum ja gleich noch füllen. Na klar, bleibt der jetzt oben drauf liegen, ne? Wir brauchen noch einen Baum. Noch ein Ei. Hier haben wir noch eine richtig schöne Seenlandschaft. Die können wir vielleicht ein bisschen zusammenführen. Vielleicht noch mit einem kleinen süßen Bach. Da können wir, wenn wir uns schlechte Tage erwischen oder sowas, können wir vielleicht auch ein bisschen angehen. Oh, was wir dann finden? Vielleicht eine Makrele? Oder irgendwas anderes? Wir werden sehen. Zack, zack, zack. Ich glaube, das reicht schon, weil es wird langsam wieder dunkel. Habe ich so das Gefühl. Es ist ständig dunkel, ne? Ständig ist es dunkel. Kann man doch bestimmt einstellen, dass die Zeit langsamer läuft, oder? Macht das Sinn? Schauen wir mal. Nein, das ist zu hoch. Nein, das ist falsch. Na toll. Mich da jetzt dran? Ja. Ich drin auf dem Boden, weißt du, und ich hopp's hier draußen rum. Wow. Passt. So. Den Rest zeige ich euch gleich, nachdem wir schlafen gegangen sind.
Ich will es ja nicht so dunkel haben, ne? Ich finde eigentlich die Aussicht recht cool. Mir fällt gerade ein, also die Aussicht finde ich richtig cool. Das heißt, wir werden das jetzt so lassen. Und werden da Glasscheiben reintun. Was haltet ihr davon? Wir packen da jetzt Glas rein. Nur wegen der Optik. Allerdings müssen wir gucken, dass wir das richtig machen. 1, 2, 3, 4. Oh, nein. Nein, zu hoch. So, und zwar hier. Das muss gleichmäßig sein, ne? Na, das sieht doch geil aus. Lass mal von außen gucken. Von außen nicht so, ne? Was war das? Okay. Wird vielleicht sogar... eben draußen gucken gehen. Ich glaube, das sieht viel geiler aus. Okay, wir machen das so. Das heißt, wir müssen nachher wieder Glasscheiben haben, weil wir die jetzt hier kaputt machen. Wow. Das Bett federt, aber nicht hoch genug. Wo sind denn da? Eve. So. 1, 2, 3, 4. Das sieht geil aus. Wenn ihr mir sagen, was ihr wollt, das sieht besser aus. Zipp. So. Das heißt, wir brauchen erstens noch Glas. Haben wir noch Sand? Ja, Sand haben wir noch. Okay, dann können wir noch ein bisschen Glas machen. Das sind die falschen Hölzer. Wir brauchen auch noch Holz. So, das ist aber richtig. Das ist das richtige Holz. So, du machst Sand. Ich werde hier Dinge machen. Zack, 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 zack. So. Dann können wir hier eigentlich schon mal... Zack, zack, zack. Ach so, nee, wir brauchen ja gar keinen Sand. Gar keinen... Ne? Wie sieht das hier aus? Drei Stück. Das heißt, der nicht, der nicht, der nicht. Der nicht. Nee, warte mal, unten glaube ich gar nicht. Und der nicht. Das ist falsch. Na perfekt, brauchen wir gar kein Glas. Nantom. Schön. Dann haben wir das noch erledigt gekriegt. Und ich würde sagen, unsere erste Hütte steht. Das bauen wir jetzt mal zur Seite. Das steht ja hier im Weg. Das ist ja so nicht hübsch. So, das packen wir dahin. Hier haben wir unsere Kiste. Wir werden noch eine Kiste machen.
Oder auch nicht. Auch nicht. Nee. Warte. Okay. Machen wir noch eine Kiste. So. So, dann werden wir eine große Kiste machen. Eine stellen wir dann dahin. So, es geht jetzt nicht, weil ich der hier noch. Warte mal. Okay. So, eine große Kiste, eine lassen wir frei. Dann machen wir da noch eine Kiste hin. Damit wir zwei große Kisten haben. Und dann werden wir nämlich aus den zwei großen Kisten. Da unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht nicht, ne? Doch. Achso, ich kann auch gemischt machen. Alles klar. Wenn wir zwei große Kisten machen. Eine für alles Mögliche im Moment. Und eine werde ich beim nächsten, bis zum nächsten Mal erstmal voller Holz machen. Werde ich einfach bis zum nächsten Mal voller Holz machen. Ich kann weg. Und dann haben wir zumindest erstmal Holz. Das Holz werde ich dann nicht hier vorne irgendwo abbauen. Wäre ein bisschen blöd. Ja, ich habe schon Holz. Wow. Nein, das werde ich nicht hier vorne abbauen, das werde ich irgendwo da hinten abbauen. Und dann werde ich auch direkt ein neues Bäumchen hinpflanzen. Wir haben ein paar Setzlinge gekriegt, werde ich direkt neue hinpflanzen. Dann sieht das auch nicht so blöd aus, ne? Da haben wir einen gekriegt, da haben wir auch welche gekriegt. Das werde ich machen, bis zum nächsten Mal werde ich das machen. Wir gucken unser Meisterwerk einmal an. Ich finde, es sieht relativ hübsch aus. Oh. Klar, kann man besser bauen, kann man noch hübscher machen und so weiter, auf jeden Fall. Aber ich finde, so sieht es eigentlich schon relativ schön aus. Gucken wir mal von der Seite. Auch von der Seite her ist das relativ okay. Es hat hier nochmal so, als wäre das hier überstehend, ne? Ist aber nicht. Vielleicht machen wir es nochmal überstehend. So seitlich nochmal ins Überstehend. So sieht es komisch aus, aber ja. Okay. Ich finde es aber trotzdem, von vorne sieht schön aus. Und das ist wichtig. Wir gehen jetzt ins Häuschen rein und werden uns dann zur Ruhe begeben. Und ich sage, danke fürs Zuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.